Die Online-Themenwoche von der Deutschen Schulakademie in Kooperation mit der Agentur J&K, Joran und Konsorten beschäftigt sich mit dem Thema digitale Schule? Fragezeichen. Auf den Kulturwandel kommt es an. Und da steckt schon drin, dass wir im Rahmen der Tage, die wir hier gemeinsam lernen wollen, nicht nur auf sowas gucken wie, wie kann man eine Methode im Unterricht oder ein Werkzeug anders einsetzen, sondern wie sieht dieser Wandel grundsätzlich aus, auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Und um das in Ruhe und im Mittelpunkt von unseren Betrachtungen auch nochmal sich anzuschauen, haben wir abends jeweils einen großen Vortrag und gucken ganz in Ruhe erstmal auf die Frage, was ändert sich da tatsächlich gesellschaftlich, bevor wir in der Diskussion auf die Ebene gehen, was heißt das jetzt für Schule, für Unterricht, für das Lernen. Heute Abend ist eine dieser großen Fragen dran, und zwar der digitale Wandel und die Geschlechterfrage oder die Geschlechterfragen. Wir haben dafür eingeladen Dr. Laura Sophie Dornheim. Sie ist Doktor der Gender Studies, sie ist Diplom-Wirtschaftsinformatikerin, sie war Piratenpolitikerin, sie war Unternehmensberaterin und ist jetzt IT-Unternehmerin. Weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch so sagt. Managerin. Managerin, ja. Na klar. Und wenn du die Piraten erwähnst, muss ich die Grünen auch noch mal kurz Fahne hochhalten. Das ist auf meinem, sie ist Teil, den ich jetzt sage. Sie ist Grünpolitikerin, weiterhin Netzaktivistin, weiterhin Feministin. Wir werden noch ganz viel über sie, auch über ihre Arbeit, denke ich, heute über das Thema mitkriegen, weil sie nicht in meiner Erfahrung nüchtern über irgendwie eine Sache, die da drüben ist, schreibt, sondern das hat viel mit ihr zu tun. Und sie brennt nach dem, was ich gelesen und gehört habe von ihr, für das Thema, über das wir heute Abend sprechen. Deswegen ist sie, glaube ich, genau die Richtige für die nächste halbe Stunde. Bitte nochmal die Erinnerung, schreiben Sie gerne schon in den Chat für den Austausch untereinander. Nutzt ihr gerne schon Mentimeter für die Fragen. Und in einer halben Stunde tragen wir das dann zusammen und nehmen uns noch ausführlich Zeit dafür. Ganz herzlichen Dank erstmal an Laura Sophie Dornheim, dass sie da ist. Los geht's. Super, ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Und ich freue mich sehr, dass so viele Leute heute Abend sich noch die Zeit für dieses Thema nehmen. Ich springe einfach mitten rein und teile Ihnen meinen Bildschirm mit ein paar Folien. So, genau, Joran nückt, also funktioniert das alles. Das ist der Titel, den kennen Sie. Was könnten denn diese Geschlechterfragen sein, über die wir heute Abend sprechen wollen? Es geht natürlich ganz banal los. Warum ist es denn überhaupt wichtig, sich Digitalisierung, den digitalen Wandel aus Geschlechterperspektive anzugucken? Nutzen Jungen und Mädchen bzw. Frauen und Männern digitale Tools anders? Warum gibt es weniger Programmiererinnen? Wie können wir Mädchen und Frauen mehr zu Gestalterinnen der Digitalisierung machen? Warum wäre das wichtig? Und natürlich, last but not least, was können Sie, was könnt ihr als Lehrer und Lehrerinnen dafür tun? Das sind die Fragen. Jetzt kommen ein paar Minuten geballte Infos, hoffe ich, und dann freue ich mich sehr auf einen interaktiven Teil und die Diskussion. Also das ist, glaube ich, relativ klar. Ich fange trotzdem dann nochmal an. Digitalisierung betrifft uns alle. Es gibt kein Leben ohne Digitalisierung mehr. Auch wer das im Job vielleicht nicht so dringend braucht, die Steuererklärung kann man mittlerweile nur noch in Ausnahmefällen auf Papier abliefern, Fahrkarten kaufen. Jetzt gerade natürlich auch während der Pandemie sind Videocalls essentiell, um irgendwie soziale Kontakte zu pflegen, beziehungsweise in Ihrem Fall wahrscheinlich ganz oft eben auch dann der Unterricht über digitale Hilfsmittel. Also ja, das ist relativ banal. Und auch solche Sachen, so große Stichwörter wie KI. Wir alle haben diverse KI-Algorithmen in unserer Hosentasche. Das ist also, ja, das betrifft uns alle. Und es wird uns noch viel mehr betreffen, weil natürlich ist der digitale Wandel noch lange nicht abgeschlossen. Selbstfahrende Fahrzeuge sind immer so ein leuchtendes Beispiel. Die sind eigentlich, glaube ich, eher ein relativ kleiner Teil. Das wird so gehypt. Aber nicht nur das Elster-Formular, auch viele andere Formulare sollen demnächst digital verfügbar sein. So Themen wie Smart Home oder hier dieses Beispiel unten finde ich super spannend, Pflegeroboter, die einfach bei der wirklich schweren Arbeit auch Menschen unterstützen können. Zum Einstieg. Genau, aber Digitalisierung betrifft uns nicht alle gleich. Das sind jetzt nur Negativbeispiele.
Ja, ich würde grundsätzlich sagen, dass Ungleichheit eigentlich selten was wirklich Gutes ist. Ich gehe kurz diese Beispiele durch. Das haben Sie vielleicht auch mitgekommen, es war relativ groß in der Presse oder ihr mitbekommen, ich bin jetzt auch total verwirrt, dass Amazon etwa vor einem Jahr einen Algorithmus, ein System nutzen wollte, um eben Bewerbungen zu bewerten und eben ja da so eine Vorauswahl zu treffen. Und dann haben sie festgestellt, hupsi, die sortiert ja alle Frauen aus. Genau, das kann natürlich nicht sein, das darf nicht sein. Hier rechts, dieses Thema digitale Gewalt, Hate Speech im Netz betrifft leider auch Frauen viel, viel stärker als ja, nicht als weiblich gelesene Menschen. Dieses Bild mit den zwei Handys und dem Telefon, da gibt es immer wieder Diskussionen, dass Smartphones oder viele digitale Geräte nicht unbedingt auf die typischen oder durchschnittlichen Maße von Frauen ausgelegt sind. Und dann hier nochmal KI, dieses Bild von Oprah Winfrey und ein Gesichtserkennungsalgorithmus, der eben sagt, ich denke zu 76%, dass das ein Mann ist. Das ist mittlerweile besser, aber Gesichtserkennungssoftware wurde anfänglich hauptsächlich mit weißen männlichen Gesichtern trainiert und hat deswegen alle anderen und vor allem natürlich die doppelt abweichen, die nicht weiß und nicht männlich sind, total schlecht erkannt. Ich bin der Meinung, das kann und darf so nicht sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es denn überhaupt dazu? Wir wollen uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten angucken. Es gibt von der Initiative D21 ein Studium zum digitalen Gender Gap. Wenn man sich erstmal also anguckt, sie haben unterschiedliche Kategorien hier gewählt, wie sieht der Zugang zu den digitalen Tools aus, wie ist das Nutzungsverhalten, die Kompetenz und die Offenheit. Und wenn Zugang auch schon auseinandergeht, hat man hier die größte Lücke, den größten Gap in Sachen Kompetenz. Wir werden das gleich nochmal sehen. Also das ist eine Selbsteinschätzung und da sind Männer 12 Punkte über der Selbsteinschätzung von Frauen. Also es gibt da, ja, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so überraschend. Dann gibt es von KOFOR, das ist ein Verband, der sich vor allem um Fachkräfte sorgt, eine Studie zur Chancengleichheit und Digitalisierung, die ein paar spannende Ergebnisse zusammengetragen haben. Einmal, das ist wahrscheinlich auf den ersten sogar positiv überraschend, dass in der Digitalbranche eigentlich genauso viel Frauen wie Männer arbeiten. Aber sie arbeiten halt in ganz unterschiedlichen Jobs, denn auch jedes Softwareunternehmen braucht eine Personalabteilung, braucht eine Buchhaltung, braucht ein Marketing etc. Deswegen nächster Punkt, bei IT-Berufen zeigen sich deutliche Geschlechterunterschiede. Dann eben wieder so ein bisschen das, was ich auch eingangs gesagt hatte, im Arbeitsalltag, wie im restlichen Alltag, haben Frauen genauso viel mit Informations- und Kommunikationstechnologie, also kurz IKT, zu tun wie Männer. Wenn es um die großen Maschinen oder wirklich Hightech geht, bedienen Frauen die allerdings deutlich seltener und sie sind seltener an der Softwareentwicklung beteiligt. Jetzt dieser Punkt, den wir gerade hatten, die Selbsteinschätzung der digitalen Kompetenz fällt bei Männern deutlich höher als bei Frauen. Und das alles spielt eben dann da rein, dass Frauen auch deutlich seltener in die Auswahl neuer digitaler Technologien einbezogen werden. Wenn man sich jetzt mal den Nukleus anguckt, also das Informatikstudium als quasi Kernfach der Digitalisierung, haben wir da aktuell gut 20% einen Frauenanteil und der ist tatsächlich in den letzten 20 Jahren auch gerade mal, also ja, nicht mal um 10% hochgegangen. Also das ist eine sehr, sehr langsame Entwicklung. Das ist wahnsinnig männerdominiertes Feld und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das sind die Immatrikulationszahlen, also zu Studienbeginn. Das wird zum Abschluss hin auch nicht besser, eher schlechter. Also es brechen mehr Frauen ab als Männer. Das ist nochmal eine Zahl aus einer EU-Studie. Frauen brechen nicht nur Informatik, also sie studieren deutlich seltener Informatik und andere digital affine Studiengänge. Sie brechen die häufiger ab und selbst wenn sie das Studium abschließen, also wirklich eigentlich bestens qualifiziert sind, um in diese Branche einzusteigen, scheiden sie deutlich, deutlich häufiger wieder aus. Also das sind einfach nur die Zahlen. Das heißt, man hat da wirklich an jedem Schritt gehen wieder mehr Frauen raus,
die eh schon so wenig drin sind. Woran liegt das? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Und es gibt nicht die eine einfache Antwort. Das wäre schön, dann hätten wir es wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren auch schon gelöst, das Problem, weil das Thema irgendwie Mädchen und MINT ist ja kein neues. Den Girls' Day gibt es, glaube ich, mittlerweile auch wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, wissen wahrscheinlich viele von euch besser als ich. Genau, aber tatsächlich, ich komme immer wieder zurück auf einen Punkt und das ist das hier. Das ist ein Screenshot, den ich gemacht habe, als ich diese Präsentation erstellt habe. Das ist, ich glaube, MyToys oder so, also der größte Online Spielzeughändler. Der hat diese Kategorien an Spielzeug für Mädchen, Stars, Küchen- und Kaufläden, Puppen und Zubehör und Malen und Basteln. Und für Jungen hat er auch Stars, aber dann Actionfiguren, Werkbank, Bauen und Konstruieren. Also es geht ganz früh los mit den Geschlechterklischees und die sind eben nicht nur rosa-hellblau, sondern das geht ganz stark einher mit Beschäftigung. Und wenn ich jetzt eben damit anfange, schon so früh Kinder in Bahnen zu lenken, verfestigt sich das natürlich auch immer, immer mehr. Und wenn ich dann einen 16-Jährigen habe, der seit er 3 ist, irgendwie mit Lego und dann mit Lego-Technik und ich weiß nicht, was baut, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er auch irgendwie sich für ein Informatikstudium interessiert und dann vielleicht irgendwie sein Startup gründet, deutlich größer als bei einem Mädchen, das eben von Anfang an mehr oder weniger subtil darauf auch hintrainiert wird, sich um andere zu kümmern, Sachen schön zu machen, weniger Sachen auszuprobieren, selber Sachen zu bauen, sondern eben mit dem zu agieren, was da ist. Und das halte ich für total fatal. Jetzt setzt ja Schule ein bisschen später an. Es passiert tatsächlich schon vor der Schulzeit ein großer Teil des Schadens, aus meiner Sicht, aber es geht dann natürlich auch weiter. Ein anderer Punkt, der auch definitiv nicht hilft, dann eben auch gerade dann im jugendlichen Alter oder im Erwachsenenalter Mädchen und Frauen für Technologie zu begeistern, ist, dass IT-Digitalisierung oft so mythologisiert wird. Also das ist so, deswegen dieses Bild, das ist so sagenumwogen und eben dieser Gottesvergleich und ist irgendwie blau glitzernd, total abgefahren. Also schafft eine hohe Distanz und lässt das ganze Thema eben als eine Art Hoheitswissen erscheinen, als was, wo man nicht mitreden kann, wenn man nicht eben 5 Jahre Informatik studiert hat oder schon irgendwie mit 10 angefangen hat zu programmieren etc. Das schafft eine wahnsinnige Distanz. Das halte ich gesellschaftlich für hochproblematisch, aber eben auch speziell, wenn es um das Geschlechterthema geht. Wenn wir jetzt ein bisschen Schulalter gucken, ich habe jetzt da auch noch mal ein paar Forschungsergebnisse mal ganz kurz zusammengefasst. Bei Kindergartenkindern, Vorschul und noch früher, gibt es einige Studien, die eben zeigen, dass das Interesse für Technik relativ geschlechterunabhängig ist. Es gibt einen Unterschied, dass Mädchen sich eher mit technischem Spielzeug, also ist natürlich alles altersgerecht gemeint, die haben irgendeine Absicht damit, die wollen irgendeinen Nutzen damit erreichen, die wollen das in ihr Spiel irgendwie einbauen, die haben damit was vor und Jungs spielen öfter oder beschäftigen sich öfter mit Technik einfach auch nur zum Ausprobieren, um irgendwas rauszufinden, also ohne irgendwie ein konkretes Ziel. Ich bin da so ein bisschen zögerlich, wenn ich das sage, weil ich eigentlich auch keine Freundin davon bin, dass wir da schon diese Mädchen-Jungs-Schublade überhaupt aufmachen. Das ist immer das Dilemma, in dem man ist, wenn man diese Schubladen eigentlich loswerden will, aber natürlich in einer Welt agiert und auch in einer Welt aktiv werden will, wo eben diese stark binäre Trennung immer noch passiert. Weil wir dann in die Schulzeit gucken, umso älter Kinder werden, umso stärker gehen die Interessen auseinander.
es gibt wahnsinnig viele Studien, die einen ganz klaren Nachweis führen, dass Sozialisierung da einen riesigen Einfluss hat. Ich mache nochmal kurz den letzten Punkt und dann gehe ich nochmal auf diese Frage Sozialisierung ein, die bestimmt später auch kommen wird. Also weder in meiner Schulzeit noch das, was ich so aktuell immer mal wieder in Unterrichtsmaterial mitkriege, tut wirklich viel, um gegen diese Stereotype anzuarbeiten. Im Gegenteil, es gibt immer noch irgendwie Aufgaben oder auch Äußerungen etc., die eben diese Schubladen einfach als gegeben annehmen, im, sage ich mal, harmlosesten Fall oder wirklich einfach sehr, sehr aktiv auch bestätigen. Dieses Thema, was davon ist jetzt wirklich Sozialisierung, was ist kulturell geprägt und was ist denn vielleicht doch einfach ein biologischer Unterschied, die kommt immer wieder. Ich habe dazu zwei Sachen zu sagen. Einmal, es ist nicht, es wird nie beweisbar sein, wie groß der Unterschied ist. Es kann gut sein, dass es ihn gibt, aber ob jetzt der quasi genetische Geschlechterunterschied, der dann irgendwie sich im Technikinteresse ausdrückt, ob der jetzt irgendwie bei 5% oder bei 15 liegt, das wird man so nie klar festlegen können. Ich finde einfach, es ist ehrlich gesagt total egal, solange wir einen so klaren Beweis haben, wie stark eben Sozialisierung, kulturelle Prägung dieses Verhalten beeinflusst. Und zwar wirklich de facto einfach vom Mutterleib an. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit ungeborenen Kindern schon anders reden, wenn sie das Geschlecht wissen. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich glaube, erstmal sind Unterschiede immer was man sich kritisch angucken sollte. Jetzt zu dem, was natürlich das Spannende ist, weil ich will ja nicht nur meckern und nicht nur sagen, was alles schlimm und schlecht läuft. Ansatzpunkte, was kann man denn eigentlich tun, um Digitalisierung ein bisschen geschlechtergerechter zu machen? Allererster Punkt ist natürlich, eigene Stereotype reflektieren und Klischees in Frage stellen, sich selbst gegenüber, aber dann natürlich auch offen. Es ist absolut kein Vorwurf. Wir alle wachsen in einer Gesellschaft aus, in der eben ein Systemadministrator in unserem Kopf eher ein Mann ist als eine Frau. Aber sobald man mal anfängt, sich das zu verdeutlichen, hat man ja schon ersten Schritt gemacht, um dann auch irgendwie da ein bisschen dagegen dann zu gehen und vielleicht auch bei sich selber sich öfter mal zu hinterfragen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Radioeinspieler gehört hat, aber da habe ich ja auch gesagt oder habe ich das als Frage reingestellt, wenn denn im Unterricht irgendwie der Beamer nicht geht, wen fragen Sie um Hilfe oder wer kommt sofort und versucht das zu fixen? Wie oft ist das ein Junge, wie oft ist das ein Mädchen? Und können Sie da nicht eigentlich auch ein bisschen auch steuernd eingreifen? Dann zweiter Punkt, ich habe mir vorhin einmal ganz kurz die TeilnehmerInnenliste angeguckt und wie immer, wenn es um Geschlechterthemen geht, ist leider die Männerquote relativ gering. Ich freue mich, dass es ein paar Thomas heute Abend auch hierher gefunden haben. Freue ich mich besonders. Genau, weil dieses Thema Hemmung, Umgang mit IT abbauen, richtet sich natürlich dann vor allem auch an Lehrerinnen. Weil sie sind die besten Vorbilder und ihr seid die besten Vorbilder. Ich habe neulich mit einer älteren Frau gesprochen, die in so einem Unternehmerinnen-Netzwerk ist und die meinte, Corona war das Beste, was uns passieren könnte. Endlich mussten sich alle mal selber mit ihren Skype-Einstellungen beschäftigen und siehe da, nichts ist explodiert und jetzt den Ton an- und ausmachen. Also das fand ich irgendwie sehr schön. Es explodiert nichts, auch der Beamer wird nicht explodieren. Den Digital Gender Gap einfach auch offen ansprechen und sowohl den Mädchen als auch den Jungs, die Potenziale zeigen, die in den digitalen Branchen liegen, aber generell einfach die ein Bewusstsein schaffen für diese Stereotype, die eben in der Gesellschaft vorhanden sind und für beide Geschlechter ganz oft sehr einengend sind. Genau, und dann so übergeordnet einfach mal die gängigen Bilder und Narrative hinterfragen. Und dazu habe ich natürlich auch noch mal ein paar Bilder. Ich rede oft auch über KI und versuche, künstliche Intelligenz zu erklären und vor allem auch zu entmystifizieren. Und das erste Bild, mit dem ich immer anfange, ist Aschenputtel.
Warum? Ihr kennt wahrscheinlich alle noch die Szene, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und wer sich an diese Szene erinnert, weiß, was ein Algorithmus ist. Weil das ist die einfachste Form eines Wenn-Dann-Algorithmus. Also alle, die Aschenputtel kennen, können auch über Algorithmen mitreden. Dann hier unten die Screenshots von diesen Apps. Das sind Apps, die auf unterschiedliche Art und Weise helfen möchten, den Klimawandel ein bisschen zu bremsen. Das ist einfach viel spannender, aus der Perspektive über Technologie zu reden, was sie denn bewirken kann. Nicht immer diese Matrix-Hintergründe, wo irgendwie Code durch die Gegend rast und alles total Hightech oder irgendjemand mit Kapuzenpulli, der irgendwie vom Rechner sitzt, sondern eben, ich habe das ja vorhin kurz gesagt, vom Nutzen her anzufangen. Also was kann man damit machen? Nicht irgendwie das als Selbstzweck, sondern man kann damit wirklich einfach wahnsinnig viel gestalten. Das mittlere Bild finde ich einfach auch schick, aber das ist von einem Startup hier in Berlin namens Elektrokultur, auch natürlich, oder das ist natürlich aber eine weibliche Gründerin, die einfach auch nochmal ganz andere Anwendungsgebiete von Technologie zeigt. Also man kann natürlich durchaus auch mit Hightech Fashion machen. Rechts oben eine meiner persönlichen digitalen Heldinnen, Lucy Höhler, die sich nach einem Germanistikstudium und auch schon ein paar Jahren in einem Job selber das Programmieren beigebracht hat und jetzt nicht nur schon seit Jahren als Programmiererin arbeitet, sondern auch ziemlich aktiv darin ist, eben auch Frauen und Mädchen das beizubringen. Finde ich, da ist einfach ein viel tolleres und auch nahbareres Vorbild als irgendwie ein Mark Zuckerberg oder weiß ich nicht. Und mit der gleichen Mission unterwegs sind die App-Camps. Diana Knödel, auch eine Frau, die diese Initiative gestartet hat, die eben mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen ganz unterschiedlich, also haben unterschiedliche so Mini-Programme, Konzepte, wie sie eben unterschiedlichen Altersgruppen ganz einfach aus dem Smartphone das Programmieren nahebringen. Und damit möchte ich auch schon schließen und freue mich jetzt sehr auf eine spannende interaktive Runde. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank zurück. Wunderbar. Ich rufe einmal zum ins Menti gehen auf, um die vielen Fragen, die jetzt gerade in den letzten Minuten noch dazugekommen sind, nicht ganz unten verschwinden zu lassen, nur weil sie als letztes dazugekommen sind. Also selbst wenn man jetzt keine Frage beisteuern möchte, kann man sehr gut nochmal die Fragen durchgucken und ein paar Daumen hoch abgeben für die Fragen, die wir weiter oben und vielleicht dann auch ausführlicher behandeln wollen. Valentin, kannst du schon mal einen ersten Überblick geben? Haben wir sowas wie einen Themencluster oder irgendwas, was ganz klar vorne ist von dem Interesse her? Ja, tatsächlich. Ich denke, wir haben, oder vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob das Laura schon erreicht hatte, die Thomasse haben freundlich zurückgegrüßt und freuen sich sehr, dabei zu sehen. Finde ich klasse. Genau, und ansonsten würde ich gleich mal reingehen in unser erstes Fragencluster. Und zwar gucken wir hier mal rein. Und wir haben zwei Fragen, die bis jetzt oben dabei waren, hier gerade weiter sogar noch geratet werden, die in die Richtung gehen, zementiert die Digitalisierung vielleicht teilweise sogar Genderrollen? Sofern ja, wie? Und darüber nochmal, da ist jetzt tatsächlich noch eine andere Frage aufgetaucht. Dann bleiben wir vielleicht erstmal bei der Digitalisierung und Genderrollen. Ist die Digitalisierung jetzt nochmal eine Verstärkung von den Effekten? Wenn ja, in welchen Bereichen? Ja, also ich würde nicht sagen allgemein, weil es gibt ja sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich bin ganz froh, dass wir gesamtgesellschaftlich doch, wenn auch immer mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, uns Richtung Gleichberechtigung bewegen. Aber natürlich gibt es in der Digitalisierung ganz viele Phänomene, als zum Beispiel, dass die meisten Sprachassistenzen als Frauen dargestellt werden, Alexa, Siri. Das schafft natürlich auch wieder so eine Logik, so naja, die Frau ist halt die irgendwie Dienstleisterin ist und irgendwie hilft und nicht unbedingt, schiebt Frauen in diese Kategorie. Und natürlich ist es haben wir da einen aus meiner Sicht problematischen Verstärkungseffekt, wenn vor allem Männer eben dieses Feld mitgestalten, dadurch diese Tools, also wohl Software oder Hardware,
vor allem auf Männer ausgelegt sind. Und es aber halt so lange, es einfach so wahnsinnig, ja, so eine wahnsinnige Männerdominanz ist im Feld, es auch schwieriger machen, für Frauen da reinzukommen. Also das ist schon, es ist nicht einfach. Aber es gibt natürlich auch, also es gibt immer auch die Ausnahmen von der Regel, zum Glück. Und ich bin ganz froh, dass es langsam, dass das Feld ein bisschen weniger elitär wird. Okay. Danke für die Antwort. Und ich würde gleich weitergehen zu der nächsten Frage. Die ist nämlich tatsächlich gerade, als Jura nochmal aufgerufen hat, wie hoch katapultiert worden. Die scheint zu brennen. Und die bezieht sich ganz konkret auf die einzelne Person. Ich als Lehrer oder Lehrerin. Was kann ich als Lehrkraft tun, um die Sozialisierung der Schülerinnen und Schüler im Bereich IT-Digitalisierung möglichst nachhaltig positiv zu beeinflussen? Und ganz ähnlich nochmal in die ähnliche Richtung. Wie stark wirkt die Prägung über familiäre Rollen und kann Schule dagegen halten? Vielleicht einmal persönlich und dann auch systemisch. Wo können wir in der Schule ansetzen und wie groß ist da der Spielraum? Eine Einschätzung von dir. Ja, also ich habe große Hoffnung in Sie also oder euch als Lehrer und Lehrerin. Und ihr könnt da definitiv sehr, sehr viel bewegen. Natürlich ist es schwierig, gegen eine gesamtgesellschaftliche Sozialisierung dann noch konservativere Rollenbilder anzuarbeiten, aber ihr könnt auf jeden Fall so wertvolle Impulse schaffen. Also ich glaube, es ist so beides. Einmal halt wirklich so systemisch, das einfach für sich selber auch zum Thema zu machen und immer irgendwie so ein bisschen mitzudenken. Und ja, wie gesagt, dann auch so einzelne Sachen. Also ich hatte eine Mathelehrerin, die mir irgendwie in der 11. Klasse einfach so einen guten Wink gegeben hat und gesagt hat so, hey, du hast doch da total Bock drauf, mach doch Physik-LK. Und ich so, ja, stimmt, gut. Also das ist so, das sind ja oft auch einfach nur so, eben so Impulse. Ich hatte dann leider einen damals schon ziemlich alten Physik-LK-Lehrer, der mir dann sehr schnell gesagt hat, dass Frauen bei ihm nicht mehr als 10 Punkte kriegen, weil die können keine Naturwissenschaften. Und als ich als Facharbeit eine Homepage mit physikalischen Experimenten gebaut habe, mir nicht geglaubt hat, dass ich das selber gemacht habe. Das sind dann die negativen Beispiele. Genau, aber was kann man machen? Also es geht auf jeden Fall immer bei euch selber los. Wenn ihr Berührungsängste habt, vor digitalen Tools, vor Technik im Allgemeinen, sagt das natürlich auch was aus. Und leider ist es halt so funktionieren halt unsere Gehirne, dass alles, was halt die gängigen Rollen bestätigt, sickert halt total, also ist quasi normal. Und wenn man dagegen halten will, muss man das natürlich viel, viel stärker machen. Deswegen auch dieses Beispiel. Einfach mal, wenn es darum geht, ich weiß, war jetzt länger nicht mehr in der Schule, aber irgendwie, wer im Computerraum irgendwas einrichtet oder sonst was, einfach auch mal sagen, so ja, nee, das macht jetzt irgendwie nicht der Tobi, Fabi, Hassan, sondern das macht ihr jetzt mal. Das könnt ihr genauso und das kriegt ihr hin. Machen. Ich weiß nicht, inwiefern es im Rahmen der Möglichkeiten ist, auch wirklich Informatikkurse oder Computerkurse irgendwie nachmittags ein freiwilliges Angebot auch einfach wirklich mal für Mädchen einzurichten. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Segregation, aber in dem Bereich gibt es ja sehr viel mittlerweile auch gute Erfahrungen und Studien, dass es eben auch mal helfen kann, da zu separieren, um dann den Mädchen eben auch zu zeigen, so hey, natürlich könnt ihr das alles ganz genauso. Mir fällt dazu eine ganz spannende Studie ein, ein Experiment, glaube ich, in den USA, wo eine Klasse einen Mathe-Test gekriegt hat und so im Schnitt irgendwie alle, also gab keinen wesentlichen Geschlechterunterschied. Und dann haben sie hat eine andere Klasse den gleichen Test gekriegt, mit dem einzigen Unterschied, dass sie oben ihren Namen schreiben mussten. Und sobald sie daran, und ich glaube, ihr Geschlecht ankreuzen, sobald sie daran erinnert waren, dass sie eine Frau haben, sind die Ergebnisse der Frauen deutlich runtergegangen. Also das ist so, ob wir wollen oder nicht, wir schieben uns da selber auch oft in so, eben in diese Rollen wieder rein.
Generell glaube ich, Geschlechterstereotype zu hinterfragen, ist extrem wichtig und ich würde auch sagen, ist Teil des Lehrauftrags. Es ist absolut essentiell für eine demokratische Gesellschaft, dass wir alle die wirklich gleichen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Wir schränken uns da wahnsinnig ein. Deswegen nicht nur, wenn es um Technik geht, da immer mal wieder irgendwie auch wirklich den Finger in die Wunde legen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich gerade bei irgendwie im Teenageralter dann auch oft mal irgendwie nicht sonderlich gutiert wird. Aber ich glaube wirklich, dass das auch dann, vielleicht reift die Einsicht dann erst irgendwie später, aber sie haben zumindest dann den Grundstein gelegt, dass diese Einsicht irgendwann mal kommt. Bevor wir gleich nochmal auf die Frage mit der Familie kommen, würde ich einmal kurz zwei Chat-Nachrichten vorlesen, auch für die Aufzeichnung, weil der nicht mit aufgezeichnet wird. Es gibt eine Beobachtung von L. Hahn, die finde ich total interessant. Die Chatnachricht heißt, meine Beobachtung in der Schule ist, Förderunterricht und soziale Unterstützung geben die Lehrerinnen, Lehrer geben Vorderunterricht und Bootcamps. Das ist hoffentlich nicht überall so, Zwinker-Emoji. Ich weiß nicht, ob das Zwinkern jetzt eher ein trauriges Zwinkern ist, weil es tatsächlich ja gut sein kann, dass sich das auch da abbildet. Also sozusagen bei den Nicht-IT-Themen auch sozusagen schon so verteilt und angelegt ist. Das vermute ich leider auch stark. Also auch wenn ich überlege, wer unterrichtet musische Fächer, wer unterrichtet dann auch wieder irgendwie Sport und so, da gibt es ja natürlich, also das ist natürlich, aber gibt es leider auch ein Ungleichgewicht. Genau. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie alle Lehrerinnen deswegen irgendwie Bootcamps starten sollten. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Im Idealfall holen sie sich die Thomasse an ihrer Schule dazu, die auch das Thema irgendwie für relevant und wichtig halten und überlegen mit denen zusammen, was sie machen können. Also ich habe zum Beispiel von einer Freundin, deren Sohn ist schon in der Schule, meiner noch nicht, aber da gibt ein Lehrer nachmittags Kochkurse und ihr Sohn ist schwer begeistert und das hat er im Lockdown am meisten vermisst. Die zweite Chatnachricht lautet von Dr. Katrin Düring. Danke an die Macherin und die Akademie, dass ihr dieses sehr leuchtende Thema für einen der 6 Vorträge gesetzt habt. Das lese ich jetzt nicht nur vor zum Lob für die Veranstalter und uns quasi, sondern weil dahinter ja eine Frage steht, die wir auch in der Vorbereitung hatten, weil wir natürlich überlegt haben, es sind ja sogar nur 5 Vorträge abends, wenn man die Öffnung wegnimmt, sogar nur 4. Welche Themen setzt man da rein? Und da kommt man, oder kamen wir, vielleicht soll ich es nicht verallgemeinern, schon auch wieder auf die Frage, ja, ist es nicht ein Querschnittsthema, was sozusagen nicht einen eigenen Platz kriegt, sondern überall drin sein muss? Und diese Argumentation, die hat man häufiger, gerade bei Bildungsveranstaltungen, beispielsweise auch die Frage, wie man Schülerinnen und Schüler beteiligt, wenn Erwachsene irgendwie reden oder sowas. Und das ist häufig tatsächlich eine schwierige Frage, weil man zumindest theoretisch sagen würde, Querschnittsthema, das muss überall drinstecken, aber damit gleichzeitig häufig in die Falle läuft, dass es dann nirgends drinsteckt. Absolut, sehe ich ganz genauso. Und es ist halt, ich habe es ja vorhin auch gesagt, wenn irgendwie bei der Binarität von Geschlecht, das ist so, am allerliebsten würde ich überhaupt nicht über dieses Thema reden müssen. Aber solange es, solange wir eben keine Geschlechtergerechtigkeit haben, solange es auch Sexismus an ganz vielen Stellen gibt, müssen wir das halt thematisieren, sonst kriegen wir es nicht weg. Valentin, übernimmst du nochmal? Ja, gerne. Ich denke mal, wir kriegen es nicht weg und die Frage ist dann natürlich auch immer, wo kommt es dann immer wieder her, warum erhält es sich? Und ich glaube, aus dem Spektrum habe ich noch Fragen. Und zwar nochmal eine Erinnerung an den zweiten Frageteil von eben. Da war noch die Einschätzung gebeten, wie viel können wir in der Schule eigentlich leisten an, ich würde mal sagen, sowas wie gesellschaftlicher Umprogrammierung gegen die Gender-Stereotype. Und wie viel ist tatsächlich auch im familiären Haushalt schon an Sozialisierung getan? Und in Ergänzung dazu die Frage hier, ich habe mich als Mädchen nicht für technische Themen interessiert, weil meine Freundinnen nicht daran interessiert waren. Wir müssen auch die Peer-to-Peer-Beeinflussung mitdenken. Was kann ich da tun?
total wichtig. Das ist nicht, also das, ja, das ist so dieses sich selbst verstärken. Es gibt vor allem Spielzeug für Jungs. Es gibt mehr Jungs, die sich damit beschäftigen. Also selbst wenn es ein Mädchen da total begabt drin wäre und total Spaß drin hätte, ist es für sie viel schwieriger, an diese Themen irgendwie zu kommen. Ich habe jetzt keine perfekte Antwort leider, die ich aus dem Ärmel schütteln kann, aber ich weiß nicht, ob man irgendwie in Gruppenarbeiten sowas auch mal da dann eben sich ein Cluster oder eine Gruppe nehmen kann und sagen, okay, ihr habt jetzt zusammen irgendeine Aufgabe. Vielleicht auch wirklich nochmal drüber nachdenken, okay, was sind denn diese Themen, die diese Mädchengruppen wirklich interessieren und wo gibt es da Anknüpfungspunkte für Technologie, für digitale Tools? Also zum Beispiel TikTok, was Sie wahrscheinlich alle besser kennen als ich, weil mein Kind noch zu klein ist. 60% der TikTok-NutzerInnen sind Frauen und Mädchen. Also das sind deutlich mehr. Und da dann auch einfach vielleicht über diese Einfallschneise ranzugehen, zu sagen, okay, was sind denn die Sachen, die ihr nutzt und wie würden die diese App denn irgendwie besser machen? Also da so ein bisschen sie ködern, klingt zu negativ, aber das für sie nahbarer zu machen. Welchen Einfluss hat Schule? Auch das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig messbar. Ich habe immer wieder, kommt so dieses Ding, ja, aber meine Tochter wollte unbedingt rosa Sachen haben und es kommt gar nicht von mir. Das hat sie selber ausgedacht, wo ich dann auch immer so ein bisschen, weiß nicht, wenn ich gut drauf bin, schmunzlig, aber Kinder in den ersten 3 Jahren lernen so wahnsinnig viel, wie später nie wieder. Die schnappen alles auf, jeden Eindruck. Und wenn die irgendwie zweimal irgendwo anders Mädchen in rosa Kleider sehen, dann ist denen klar, dass das eine Mädchenfarbe ist. Wenn denen irgendwie gesagt wird, dass sie ja besonders niedlich aussehen, das auch noch im Chat kam, hier so ein Dings mit perfekte Rollenbilder, dann internalisieren die, dass es wohl irgendwie dazugehört, eben schön auszusehen und zu glitzern und niedlich zu sein. Ich kriege so einen Hals, wenn ich im Drogerieladen für Jungs und für Mädchen sehe. Und natürlich, das für Mädchen ist irgendwie Glitzer und alles, und das für Jungs ist irgendwie, Baumeister und irgendwie besonders rough. Ja, deswegen, also es gibt jetzt irgendwie nicht die, ja, sie haben so oder so viel wenig Einfluss, aber sie haben auf jeden Fall einen Einfluss und den sollten sie nutzen. Was solltet ihr nutzen? Ich glaube, ich ziehe es jetzt durch, dass wir da total wahllos sind mit dir und ihr. Dankeschön. Es wird wärmer hier in unserer Diskussion und ich kann ein bisschen aus unserem Chat berichten, da ist richtig viel los. Wir haben Empfehlungen für Dokumentationen gerade konkret reinbekommen. Und eine Sache, die würde ich dir gerne nochmal auch vorlesen, zum Stellungnehmen dazu. Und zwar wurde von einem Problem geschildert. Und zwar gerade heute mit einer Kollegin ausführlich über Gender und auch sprachliche Sensibilität im Umgang mit Genderfragen gesprochen. Das Problem war, wir waren uns einig. Ich vermute, dass auch hier heute vor allem Menschen zuschauen, die ohnehin schon sensibilisiert sind. Wie komme ich ohne erhobenen Zeigefinger an die anderen KollegInnen ran, die dieses Thema geringschätzen, kleinreden oder abwiegeln? Hast du dort nochmal deine Perspektive vielleicht dazu? Wie kommt man dazu, nochmal mehr Leute zu erreichen? Also gerade das Thema geschlechtergerecht sprechen ist ja auch ein Dauerbrenner und unfassbar viele erhitzte Gemüter. Eine Freundin von mir neulich, die für Heise, also eine große Technikseite, eine Kolumne schreibt, hat neulich irgendwie erzählt, dass sie irgendwie besonders viel wieder Hassnachrichten und Pöbeleien bekommt, weil die Männer das in ihrem kleinen Hirn nicht hinkriegen, diesen Stern mitzulesen. Sagt sie natürlich so mir. Aber ich glaube tatsächlich, Humor hilft wahnsinnig oft. Vielleicht doch einfach mal irgendwie eine Woche lang im Kollegium das generische Femininum benutzen. Weil wenn doch alle mit gemeint sind, dann muss das doch für die Kollegen auch okay sein. Und es gibt ja tatsächlich auch sehr viel
gute Studien, warum es eben wichtig ist, geschlechtergerechte Sprache zu nutzen. Da kann man auch nochmal ansetzen. Als Lehrerin sollten sie ja doch für wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich sein. Und dann das andere ist einfach auch wirklich zum großen Ding einfach machen. Also es wird irgendwie immer die ewig Gestrigen und die Nörgler bleiben, ergeben. Und ich glaube, man muss so ein bisschen abwecken, wie viel Energie steckt man da rein, irgendwelche Sturköpfe zu überzeugen und mitzuziehen, und wie viel nimmt man sich einfach und geht damit vorwärts und macht irgendwie mit der Klasse mal ein Projekt dazu, wie die darüber nachdenken. Mir ist es mittlerweile echt so total in Fleisch und Blut übergegangen, und ich stutze mittlerweile schon, wenn ich irgendjemand über eben mehrere Menschen unterschiedlicher Geschlechter hart im generischen Maskulinum sprechen höre und muss mich dann mal zurückhalten oder manchmal zurückhalten, manchmal sage ich auch einfach was. Und im Beruflichen habe ich es erlebt, und ich arbeite eben in der IT-Branche, dass viele Kollegen dann, wenn sie mit mir reden und so, ja, wir haben jetzt irgendwie da 10 Bewerber und Bewerberinnen, weil sie halt wissen, dass ich darauf achte. Und das macht ja auch was in ihrem Verhalten. Also auch wenn sie das in dem Moment vielleicht nur machen, um mir gegenüber irgendwie aufgeschlossen und vorbildlich zu wirken, macht ja auch was bei denen, wenn die das dreimal sagen. Okay, danke für den Aufruf. Ich habe eine nächste Frage nochmal aus Multimeter rausgesucht. Und zwar wage ich mal zu behaupten, dass die wahrscheinlich anschließt an deinen Vortrag, an dem Punkt, wo du auf der Sozialisationsebene davon berichtet hast, dass viel auch über Konsumverhalten, über Marketing, Genderstereotypen schon gebildet werden. Und hier die Frage, gibt es bei den Anteilen in technischen Berufen Ost-West-Unterschiede? In der DDR war Gender-Marketing ja weniger verbreitet. Massiv. Also es ist auch heute noch so, dass das in osteuropäischen Ländern der Frauenanteil in technischen Studiengängen Informatik deutlich, deutlich höher ist. Das hat ganz viel. Da sieht man eben, wie viel das mit Kultur zu tun hat. Und Sozialisierung, das Thema Gender-Marketing war nicht nur DDR weniger verbreitet, das war auch einfach in den 80er Jahren nicht ein Zehntel so schlimm aus meiner Sicht, wie es heute ist. Also was da marketingtechnisch einfach passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren, finde ich absoluten Irrsinn. Also ich bin Jahrgang 83, ich kann mich nicht groß erinnern, dass irgendwie das Pink und Hellblau irgendwie zu meiner Kindergartenzeit ein Thema ist. Wir sind irgendwie alle in Tomatenrot rumgerannt. Und heute kann man sich dem ja schon fast nicht entziehen. Also es ist wirklich selbst bei irgendwie Bodies für Neugeborenen gibt es dann für Jungs und für Mädchen. Ich denke so, also, oder es gibt Socken, ja. Es gibt dann irgendwie Mädchensocken und Jungssocken. Also das ist wirklich zurzeit und schon seit einiger Zeit besonders schlimm. Da steckt natürlich eine Riesenindustrie dahinter, von daher ist das nicht ganz so leicht, dem beizukommen. Vielleicht genau, Nabelschnurrscheren in Pink, ja, um Gottes Willen. Kurze Ergänzung dazu, also einmal aus dem Chat, wo wir auch schon die Anmerkung hatten, Pink als Signalfarbe finden eigentlich alle Kinder toll, nur den Jungs wird signalisiert, dass sie das nicht toll finden sollten. Und eine Erinnerung von mir, ich habe letztes Jahr ein bisschen mehr Einblick gehabt in so die Privatfernsehen, Kinderfernsehen, Werbeüberlegungen. Also das darf man ja tatsächlich für ganz große Gruppen nicht unterschätzen, wie wahnsinnig prägend diese Kinderfernsehprogramme mit Werbung sind. Und da ist es tatsächlich, naja, man könnte sagen, es ist nicht binär, aber es ist viel härter. Es wird tatsächlich irgendwie in der Werbeindustrie sozusagen eine Skala aufgemacht zwischen männlich und weiblich und dann irgendwie auf der anderen Achse das Alter aufgetragen. Und da wird jede Sendung genau verortet. Also so ganz genau so, dass es 73% Jungs und 27% Mädchen auf der Skala sozusagen, diese Fernsehsendung, und dann eben noch eine Altersstufe zugeordnet. Das heißt, man vermisst sozusagen noch viel stärker diese Aufteilung. Das hätte ich nie so erwartet, bis ich das gesehen habe. Ja, das überrascht mich leider nicht sehr. Wie gesagt, es ist vor allem die Werbeindustrie, die da eben dahinter steckt.
Und da ist natürlich, es ist oft, hat man das Gefühl, es ist irgendwie nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was man tut. Aber ich glaube, alles, was man irgendwie macht, um das offen oder ein bisschen subversiv irgendwie zu konterkarieren, also ob das irgendwie, ob ich irgendwie einem, in meinem Fall sind es eben vor allem Kindergartenkinder, dem irgendwie dann einem Jungen sage, dass ich irgendwie seinen Glitzernagellack super cool finde, ob ich irgendwie einem Mädchen irgendwie einen Baukasten schenke, so diese Geschichten einfach da dagegen halten, wo man so kann. Ich mache mal auch für die Dokumentation, weil wir heute so gute Chat-Nachrichten haben, noch mal ein bisschen den Chat vorlesen. Bianca Eli hat geschrieben, sie erinnert sich an eine Schulleiterin, die berichtete, dass Eltern von Mädchen bei der Einrichtung von Tablet-Klassen häufiger fanden, dass das für ihr Kind nicht sei und am Ende dann fast nur Jungs in den Tablet-Klassen saßen. Und ihre Aufforderung ist, da müssen Eltern und Lehrkräfte an einem Strang ziehen. Ja, da frage ich mich, wie das überhaupt sein kann, warum es nicht einfach da von der Schule aus einfach klar gibt, okay, das soll eine gemischte Klasse sein und dann muss es da halt in irgendeiner Art und Weise auch eine Quotierung geben. Also jeder Kindergarten rekrutiert, um irgendwie gut gemischte Klassen zu haben. Ich bin an der Stelle tatsächlich auch immer ein ganz, ganz großer Fan von Quoten. Auch da gibt es einfach mittlerweile bergeweise Research und Literatur eine Brechstange, aber sie wirkt halt immer. Und damit normalisiert man es ja auch. Also das ist dann, weil wenn ich dann eine Tablet-Klasse habe, in der halt irgendwie 20 Jungs und 5 Mädchen sitzen, so ging es mir im Informatikstudium, wenn ich dann halt eine Frage habe, dann bin ich halt nicht eine von 25, sondern bin ich das blonde Mädchen da hinten, das eine Frage hat. Und wenn es einfach 50-50 ist, dann wird, ja, dann kriegt es viel weniger Augenmerk, das Thema. Haben wir noch eine Frage, Valentin? Ja, haben wir. Und zwar hier nochmal auf den Platz 1 gevotet gerade. Warum ist es so wichtig, dass Frauen und Mädchen auch programmieren können und technische Berufe ergreifen? Es ist einmal so wichtig, weil, wie ich ja eingangs erklärt habe, Technologie uns halt alle betrifft. Und immer dann, wenn Entwicklungen uns als Gesamtgesellschaft betreffen, will ich eigentlich auch, dass möglichst ein Abbild der Gesamtgesellschaft diese Tools entwickelt, weil das ist der beste Weg, dahin zu kommen, dass diese Tools eben für alle gleich gut funktionieren und nicht irgendwie bestimmte Gruppen ausschließen. Da ist ja Geschlecht auch nur ein Kriterium. Ein weiterer Punkt ist, wenn wir uns das Thema Gender Pay Gap angucken, ist da natürlich auch einfach immer noch Diskriminierung mit drin. Ein großer Teil ist aber eben auch die unterschiedlichen Berufe. Und gerade IT-Berufe werden einfach wahnsinnig gut bezahlt. Das ist, ich denke, schon auch was man irgendwie jungen Frauen vor der Berufs- und Ausbildungswahl auch nochmal mit auf den Weg geben kann, dass da einfach, ja, das ermöglicht ganz andere Sachen. Und sowohl individuell auch als gesellschaftlich ist es einfach super relevant, wenn wir dann wieder ans Thema Altersarmut denken, das einfach sehr, sehr viel mehr Frauen betrifft. Das ist so das Hintenrum. Aber für mich ist wirklich das Wichtigste, Digitalisierung gestaltet unsere Gesellschaft ganz, ganz, ganz maßgeblich jetzt schon und wird es noch viel stärker tun. Und es kann nicht sein, dass wir das nur einer kleinen Gruppe aus dieser Gesellschaft überlassen. Das ist eigentlich ein ganz guter Rahmen zu dem Anfang vom Vortrag, warum das wichtig ist, weil es auch darum geht, wer Gesellschaft gestaltet, also klassische Machtfrage. Eigentlich kann man den Schluss nicht runder machen. Laura, gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was wir jetzt noch sagen sollten, bevor wir schließen? Das hat jetzt rund gemacht. Im Chat kam auch nochmal das mit den Gehaltsunterschieden. Aber auch wirklich, also ist ja nicht nur Gehalt das, was einen Beruf attraktiv macht, sondern auch das Gestalten. Also das finde ich gesamtgesellschaftlich wichtig, aber das ist ja auch einfach was individuell einfach großen Spaß macht, eine App zu entwickeln, die dann irgendwie 100.000 Leute nutzen. Genau, also wegen mir können wir auch sehr gerne damit schließen. Ihr findet mich auch gerne in diesem Internet.
falls es nochmal irgendwie Fragen, Anregungen, Kommentare und ja, denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal irgendwo ein WLAN einrichtet oder den Beamer anschließt oder vielleicht auch euch von Schülern und Schülerinnen irgendwie TikTok zeigen lasst, etc. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten heute Abend. Vor allem natürlich an die Referentin Laura-Sophie Dornheim, an Valentin Wieker, der uns den Chat nahegebracht hat, an die Kolleginnen hinter den Kulissen heute Abend, Kai Obermüller, Blanche Fabry, von Nguyen war auch beteiligt und alle, die Fragen gestellt haben und mitdiskutiert haben.